Hallo und herzlich willkommen. Hallo, wir sind live. Die Teilnehmer kommen gerade alle rein. Schön, dass Sie mit dabei sind. Freut mich richtig. Auch im Namen unseres Teams heiße ich Sie ganz, ganz herzlich willkommen heute zum Online-Training zum Thema Schnittstellen. Spannendes Thema. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir haben viel zu zeigen heute. Wir legen los. Geht heute darum, dass wir Ihre vorhandenen Laborsysteme anbinden möchten ans LIMS. Und die Frage ist, wie das geschieht und welche Tools wir hier für Sie zur Verfügung haben. Da führen wir Sie heute ein ganz bisschen durch. Wir haben einen spannenden Vormittag mit Ihnen. Keine Sorge, kein ganzer Vormittag, circa 45 Minuten. Der Ablauf ist wie folgt. Wir holen Sie kurz thematisch ab. Wir sagen, für wen das relevant ist und was heute zu erwarten ist. Und dann gehen wir auch direkt rein in die Thematik. Und am Ende geben wir Ihnen ein paar praktische Tipps. Erstens, wie Sie heute noch loslegen können mit dem Thema Schnittstellen. Und dann haben wir natürlich Zeit für Ihre Fragen und vor allem die Antworten. Kurze Verabredung bitte. Es wäre schön, wenn Sie uns eine kleine Vorwarnung geben über das, was Sie fragen werden und möchten. Also vielleicht schreiben Sie doch ganz kurz in den Chat rein die Thematik. Dann können wir im Hintergrund schon mal das ein bisschen sichten und dann in den Fragesessions auch entsprechend einbauen. Das ist immer schön, wenn man eine klitzekleine mentale Vorbereitung hat. Dann können wir dann noch besser auf Sie antworten. Für wen ist das heute was? Kommen wir gleich dazu. Wir schauen uns mal an, was unsere Kunden und die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, was die so für Anforderungen haben zum Thema Schnittstellen und vor allem, wer das ist. Also natürlich wie immer, Labordatenbank, QM-Leiter, Laborleiter, die hier mehr eben aus den vorhandenen Geräten importieren möchten, die da was reinhaben möchten, die hier auch entsprechend die Datenzertifizierungsakkreditierungsform verwalten möchten und sich danach Datenstandards richten möchten. Für die Laboranten und die vielleicht Prüfmittelverantwortlichen, die möchten vor allem eine Arbeitserleichterung haben. Ja, die möchten und erwarten sich zu Recht vom System, dass es hier Tools gibt, die die tägliche Arbeit erleichtern. Geschäftsführer treibt natürlich wieder ein ganz neues Digitalisierungsprojekt durchs Labor. Der möchte nämlich jetzt alles skalieren. Nein, er möchte eigentlich wurmt es ihn, dass hier auch mit modernsten Systemen es immer noch vorkommt, dass das ein oder andere Mal abgetippt wird. Da sagt er ja zu Recht, das kann doch eigentlich nicht sein, da muss es doch was geben. Nicht nur für die drei ist es heute relevant, es ist genauso interessant für IT-Leiter in Laboren. Also wer das Thema Labor als IT-Leiter am Herzen hat und das Labor mit Rat und Tat unterstützen möchte, der wird heute sicherlich auch ein paar interessante Inputs haben. Dann gibt es auch LIMS-interessierte Menschen, die vielleicht noch kein LIMS im Einsatz haben, die vielleicht noch zum Teil mit Excel arbeiten, aber zum Teil auch mit hochspezialisierten, selbstentwickelten Systemen arbeiten. Oder noch nicht ganz zum Entscheidungspunkt gekommen sind, dass sie jetzt mit der Labordatenbank loslegen. Für die Menschen haben wir heute auf jeden Fall auch jede Menge mit dabei. Und dann ist es heute auch relevant, es gibt bei der Labordatenbank immer so Key-User. Also das sind Nutzer auf Kundenseite, also auf ihrer Seite, die die Anforderungen des Labors bündeln, aggregieren und dann mit uns eben umsetzen. Für die ist das heute auch super relevant. Ich habe tatkräftige Unterstützung heute dabei. Und zwar ist die Miriam mit an Bord. Als erstes, hallo Miriam, grüß dich. Hallo zusammen, hallo Konrad. Ich stelle mich einmal kurz vor. Ich bin seit 2020 Kundenbetreuerin bei der Labordatenbank, bin von Hause aus Chemielabortechnikerin und habe schon mehr als 40 Einführungen mit der Labordatenbank gemacht. Das heißt, ich habe mehr als 40 Labore dabei begleitet, die Labordatenbank als LIMS-System zu etablieren und dabei auch eben diverse Schnittstellen, sei es zu Geräten, Messgeräten, externen Laboren, ERP-Systemen, Warenwirtschaftssystemen angebunden. Und hier zum Beispiel ein kleines Bild aus der Praxis. Da haben wir Liquid-Händler an die Labordatenbank angebunden, um die Position und den Barcode der Röhrchen hier automatisiert übertragen zu können.
Wir haben zusätzliche Unterstützung heute mit dabei von einem absoluten Labordatenbank-Heavy-Nutzer, der hier schon Millionen an Datensätzen, Proben, Messwerten in die Labordatenbank importiert und wieder exportiert hat. Hallo Live, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist. Moin Konrad, herzlichen Dank, moin Miriam. Ja, wie Konrad schon gesagt hat, also wir sind in unserer Unternehmensgruppe seit 2021 Heavy User der Labordatenbank und haben darüber schon diverse Prozesse und Geschäftsmodelle quasi abgewickelt und ich bin dabei halt vor allem zuständig für die Integration in unsere anderen Systeme und die Strukturierung dieser Prozesse und kann da vielleicht dann nachher auch nochmal aus der Praxis das eine oder andere Beispiel zu geben. Danke, Live, für deine tatkräftige Unterstützung. Wir sind gespannt. Mein Name ist Konrad Wagner. Ich leite Sie heute ein ganz bisschen durch das heutige Webinar. Wer uns und die Labordatenbank noch nicht kennt, wir sind ein modernes LIMS-System. Es ist ein SaaS-Produkt und wir haben im Kern eine Reihe an Kunden, in der Regel im deutschsprachigen Markt, Deutschland, Österreich, Schweiz. Gibt ein paar ausländische Labore oder Laborstandorte, die Labordatenbank verwenden. Circa die Hälfte der Kunden sind akkreditiert, gibt es einen Pharmabereich und einen Forschungsbereich. Dahinter steckt ein tatkräftiges Team, das kennen Sie aus vielleicht den Anwender-Calls. Und aus dem Team ist heute mit dabei die Miriam, die Sie gerade kennengelernt haben. Und ich würde vorschlagen, das reicht jetzt mal an PR und wir steigen ein in die Materie. Wir haben mal ein bisschen rumgefragt zwischen unseren Kunden, mit denen wir viel in Kontakt sind, was die eigentlich unter dem Thema Geräteanbindung, Schnittstellenanbindung verstehen und was die eigentlich machen möchten. Denn die Geräteanbindung ist ja nicht ein Selbstzweck, soll nicht einfach irgendwie ein Kabel reingesteckt werden, sondern damit möchte ja was der Nutzer erreichen. Also ja, es geht hier zum Teil sicherlich um das Abschaffen des manuellen Abtippens. Wäre schön, wenn das ginge, ist hier jetzt oben auf der Liste, ist aber gar nicht so der aller oberste Punkt. Allgemein gibt eigentlich mehr Dinge, die da tiefer reingehen. Oft hat man schon irgendwas, ja, da wird was eingelesen, weil man möchte das automatisieren, sprich nicht mehr irgendwie auf den Desktop gehen und dann ins Laufwerk rein oder in den Ordner rein, sondern möchte das irgendwie automatisieren, was da eh schon reinkommt. Dann gibt es einen weiteren Punkt, überraschend häufig. Es gibt andere Systeme im Labor im Einsatz, die möchte man anbinden. Da weiß man, da sind Daten drin, die möchte man ins Labor reinbekommen, weil da in diesem Datensatz drinsteht, was man eigentlich tun muss und für die Prüfung relevante Informationen. Das ist häufig so. In Produktionsbetrieben, das ERP, SAP wäre hier ein Beispiel dafür, dass da eben ein Auftrag kommt, dass was produziert wird. Und gleichzeitig muss eine Charge im Labor getestet werden, nach einem bestimmten Prüfplan. Wäre doch eigentlich ganz schön, wenn man diese Information ins LIMS reinbekommen würde. Dann gibt es größere Auftragslabore, die haben auch so ein ERP im Einsatz, ist dann häufig eine Vision. Und da kommen dann so Kunden- und Auftrags- und kaufmännische Dinge mit rein, Kostenstellen, alles mögliche, Ziele und Daten. Da gibt es dann meistens die Kundendatenbank woanders, also da kommt auch was rein. In der Praxis auch relativ häufig die Fremdvergabe. Also es sollen hier Daten an ein anderes Labor geschickt werden, möglichst halt ja, nicht nur irgendwie abgetippt oder ein Excel-Export, sondern möchte das vielleicht auch gleichzeitig tracken. Wie weit sind die eigentlich? Und dann möchte man das ja auch wieder einlesen ins Labor. Das sind also so die Themen, mit denen sich unsere Kunden beschäftigen, wenn es ums Thema Schnittstellen geht. Wenn wir die Abstraktionsebene ein ganz bisschen verlassen, schauen wir uns vielleicht mal kurz ein, zwei Minuten an, was da so für Daten fließen, von wem an wen. Also hier relativ zentral das Labor natürlich, ja, wo diese Daten wie reinfließen. Rechts, da soll es dann wieder hin zurück. Rechts ist mal ausgegraut. Wir schauen jetzt mal ein bisschen auf den linken Bereich, wo das eigentlich herkommt. Also wenn man da so schaut, kommen halt die Daten in der Regel vom Auftraggeber, also der Kunde, ja, eine Abteilung, ja, oder ein Reklamationssystem oder dergleichen schickt uns etwas, was zu tun, zu prüfen, analysiert. Das ist der Kunde, meine Excel-Liste. Die Abteilung ist da irgendwie übers ERP angebunden. Reklamationsabteilung hat da vielleicht auch was und F&E will auch irgendwas von uns. Manchmal gibt es zwischen dem Auftrag und dem Labor noch Menschen oder Systeme dazwischen. Probename, ja. Sei hier beispielsweise, oder es gibt manchmal so Vertriebsmenschen oder Berater,
die ja auch Aufträge oder Probeninformationen auslösen. Ganz häufig gibt es andere Systeme, wir haben das schon angesprochen, also das ERP, ja, produktionsgetrieben. Ja. Es gibt Apps, es gibt, wenn man nicht das Labor, sondern ein Kundenportal verwendet, hat man vielleicht ein eigenes Portal im medizinischen Bereich häufig oder vom Kunden oder eine Kombination daraus. Also da schickt ein System uns was rein. Nicht jede Probe, die im Labor ist, kommt von außen unbedingt. Viele Proben sind auch intern veranlasst. Ich habe das mal hier mit Thema QSQM veranlasst. Da gibt es hier vielleicht Ringversuche oder wir haben Chargenfreigabeproben und so weiter. Die kommen ja irgendwie auch rein und die wollen wir ja auch nicht abtippen. Last but not least, Sie merken hier schon, Laborgeräte sind gar nicht das häufigste, was da so angebunden wird. Es ist ein ganz schönes Beispiel, mit dem wir jetzt am Anfang und uns auch konzentrieren. Aber für Sie zur Einordnung, wenn wir als Anbieter sozusagen mit einer Lösung an den Markt kommen müssen, müssen wir das beachten, dass da ganz viele unterschiedliche Systeme Daten ins Labor schicken. Ein Teil davon sind Ihre Mess- und Analysesysteme, die Sie vorhanden haben. Große Frage ist jetzt, wie geht man da eigentlich vor, wenn man da anbinden möchte? Wir haben ein bisschen was für Sie vorbereitet natürlich. Ich hole Sie jetzt nochmal kurz vom Lösungsansatz her ab. Die Ideallösung wäre doch, wenn das alles standardisiert wäre. Und wenn Sie auf die Analytiker gehen oder sich mit dem Thema Labordigitalisierung ein bisschen beschäftigen, werden Sie über bestimmte Standards stolpern. Allotrope, Enemel, J-Camp, ja, Spektroskopie wäre das letzte neues Format, Sila aus der Schweiz oder Schweiz getrieben. Das sind Versuche, das Thema Messdatenanbindung zu standardisieren, dass das eben einerseits übertragen werden kann, andererseits ausgewertet werden kann. Bei möglichst vielen unterschiedlichen Systemen und Geräten. Und das ist jetzt hier eben die Krux. Es ist eine Henne-Ei-Thematik. Ich werde heute in der Kürze der Zeit es nicht schaffen, weiß auch nicht, ob sie jemals lösen kann. Die Henne-Ei-Thematik wäre super cool, wenn jedes System hier, jedes Gerät eines dieser Systeme unterstützen könnte. Fakt ist, kommt in der Praxis eher selten vor, dass das unterstützt wird. Das sind Spezialbereiche, aus unserer Sicht super sinnvoll, das sicherlich anzugehen, kommt aber eigentlich nicht so häufig vor, denn die Laborgeräte bei Ihnen sind ja schon ein bisschen länger da, als es vielleicht diesen Netzstandard seit diesem Jahr gibt. Wie geht man also vor, wenn man so ein Gerät anwenden möchte? Naja, oder ein System anwenden möchte, naja, macht man Meeting. Mit wem macht man das Meeting? Ja, natürlich mit dem Geräteverantwortlichen, beziehungsweise übertragen das mal Systemverantwortlichen, SAP und so weiter. Also mit dem macht man Meeting. Man nimmt dann häufig noch den Hersteller mit dazu, ja, denn der hat das ja alles unter Schloss und Riegel. Und am besten auch noch den LIMS-Anbieter. Das heißt, da versucht man jetzt erstmal mit drei Menschen einen Termin zu finden. Oft haben die Menschen noch weitere Menschen mit dabei. Der LIMS-Hersteller vielleicht noch einen zweiten Mitarbeiter und Experten wieder auf dessen Seite. Der Hersteller nimmt den Praktikanten mit rein, denn ist hier ein interessanter Kunde. Und der Geräteverantwortliche hat ja schließlich nicht nur für die QM noch einen Stellvertreter, den muss man ja auch involvieren. Wenn wir also sehen, drei Menschen, das wäre jetzt hier eigentlich noch unterschätzt. Die konferieren sich dann zum ersten Mal zusammen. Der nächste Termin ist dann vielleicht so in 2 Wochen möglich. Wenn er da möglich war, gibt es einen zweiten Termin. Also Sie sehen hier so eine Schätzzahl, 12 Stunden, ohne dass irgendetwas angebunden ist. Ich glaube, das ist noch ein konservativer Wert. Die Frage ist, wie löst man das jetzt wirklich? Ich habe Ihnen hier 3 Schritte mitgebracht, wie Sie von heute an dieses Thema lösen können und was hier unsere Empfehlung aus der Praxis wäre. Das ist hier sicherlich nicht ein wissenschaftlicher Ansatz und es ist auch nicht der Standardisierungsansatz schlechthin. Das wäre, wie Sie ab heute Gerätedaten in Ihre Labordatenbank bekommen. Und mit Gerätedaten meinen wir natürlich mehrere Systeme im Labor. Sie erinnern sich an die Slide gerade. Also, der erste Step wäre, dass wir uns diese Aufgaben ein bisschen in kleine Steps herunterbrechen. Ich habe Ihnen eine Demo angedroht. Zeigt es mal ganz kurz, wie das aussehen könnte. Wir gehen zusammen einfach mal in eine Demo-Labordatenbank hier rein. Sie sehen die geöffnet und ich würde jetzt, wenn die Maus hier wieder geht,
einmal kurz auf den Bereich Schnittstellen gehen, Proben im Wort erstellen. Und da sehen wir schon anhand der Priorisierung, was es da so alles gibt und was hier schlussendlich dominant ist. Also unter den Importschnittstellen ganz oben toppt die Liste natürlich an Messwerte, aber es gibt halt noch eine ganze Reihe mehr. Proben importieren natürlich, ja, und dann gibt es Varianten davon. Also wir kommen zurück zum Thema, man müsste das irgendwie, was da alles zu tun ist, in sinnvolle Steps herunterbrechen. Und oft ist das eine Kombination aus Steps. Also man bekommt etwas, ja, damit möchte man eine Probe anlegen, man möchte die Stammdaten der Proben vielleicht im nächsten oder gleichen Schritt sogar aktualisieren und dann auch noch einen Messwert rein importieren. Also herunterbrechen der Aufgabenstelle und ganz genau sagen, was da gemacht werden soll, das macht es einfacher, den einzelnen Schritt zu lösen. Das Zweite ist, es wäre ja ganz cool, wenn es vielleicht generische Lösungen gibt, die schon vorhanden sind bei Ihren Geräten oder in Ihrer Systemlandschaft oder auf Ihrem Computer, die man verwenden kann. Wenn sie nicht vorhanden sind, wäre das für uns als LIMS-Anbieter wieder super relevant, dann müssen wir diese Tools schaffen. Schauen wir mal, was da so typischerweise vorhanden ist. Wenn wir also an ein Laborgerät rangehen, wird irgendwie die Miriam, als sie damals vor diesem Liquid-Händler stand, gemerkt haben, da gibt es ja irgendwo Daten zu diesem Gerät. Und diese Daten liegen ganz häufig in einer sogenannten CSV-Struktur vor. Das heißt nicht unbedingt, dass die Datei mit .csv enden muss. Das ist eine Struktur hier mit gemeint, also Komma separated. Also irgendwie ist da was zwischen den einzelnen Tabellenzeilen, Attributen. Hier halt ein Leerzeichen. Kann auch manchmal dann ein Semikolon sein. So sieht das dann von einem Fremdlabor aus, so eine CSV-Datei in dem Fall. Da werden einfach die einzelnen die einzelnen Inhalte in den Zellen sozusagen attributsweise getrennt. Manchmal steht das Attribut drüber, manchmal nicht, wie wir hier gesehen haben. Und ein Messgerät sieht das dann wie manchmal schon wieder ein bisschen wilder aus. Also irgendwie können wir hier eine Struktur erkennen, aber da müsste man hier, sehe ich mal, oben was abschneiden und irgendwohin die Probenummer befördern, um das sozusagen verarbeiten zu können. Das Schöne an CSV ist, dass Ihr System, wo das herkommt, das ist ja auch ein Computer. Also ein Computer tickt und rechnet und gibt aus in Tabellenform, schrägstrich mehrere Tabellen, das wäre eine Datenbank. Und das soll in der Labordatenbank auch wiederum in eine Datenbank rein, in einer Tabellenform passiert ist. Also irgendwie bräuchten wir so zwei Tabellen, die matchen. Und das kriegt man halt mit einem entsprechenden Editor ganz gut hin. Das liefern wir. Und Sie müssen da was reinbekommen, diese Datei. Nicht jede Datei ist so eine CSV-Datei. Es geht hier auch andere Datenformate. Schön ist es halt, wenn man das ein bisschen, und das ist auch der Vorteil an CSV, dass man das ja mit bloßem Auge erkennen kann. Und wenn nicht, zeigt mir die Miriam gleich, was man da machen kann. Der nächste Schritt wäre dann, dass wir diese Dateien zu Ihnen ins System bekommen wollen. Wir wollen das ja nicht irgendwie manuell transferieren, sondern wir möchten hier ein System haben, das das möglichst automatisch abruft. Da gibt es ältere Systeme, da gibt es ganz moderne neue Systeme. Da holen wir sie auch mal ein bisschen ab. Also REST-Schnittstelle wäre hier so das Thema. Webservice kann man das auch nennen. Haben wir ein bisschen was vorbereitet. Das zeigt Ihnen gleich die Miriam. Daher würde ich jetzt an die Miriam übergehen. Wir gehen jetzt rein in die Praxis. Danke, Konrad. Ich teile mal gerade hier meinen Bildschirm. Und zwar starten wir hier mit der Präsentation. Moment. Genau. Und zwar, wenn wir jetzt hergehen möchten und die Daten, die uns jetzt in irgendeiner gearteten Weise eben vorliegen, hier oben auch nochmal kurz eingeblendet, so ein paar mögliche Datenformate, die möchten wir jetzt in das Zielsystem hineinbekommen, sei es die Labordatenbank, sei es ein anderes LIMS-System, andere Systeme, in die wir Daten übermitteln möchten. Dann geht es eben über ganz verschiedene Wege. Ein sehr manueller Übertragungsweg, beziehungsweise zwei manuelle Übertragungswege hier einmal kurz angerissen, ist zum einen die Möglichkeit, dass man per E-Mail Datensätze hier als Dateianhang versenden kann an eine spezifische Importschnittstelle. Das heißt, man hat zum Beispiel hier, wie man sieht in dem Bild,
einen recht kryptischen E-Mail-Empfänger und würde jetzt eben seine Datei, seine Messwerte, seine Daten als E-Mail-Anhang versenden. Das ist eine recht einfache Möglichkeit zu kommunizieren. Man hat die Möglichkeit, weitere Informationen in der E-Mail zu ergänzen, falls das tatsächlich noch jemand ausliest. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die E-Mail eben kein sehr sicherer Übertragungsweg ist und dass E-Mails eben heutzutage auch gut einmal abgefangen werden können und dass wir damit eben nicht sicherstellen können, dass unsere Daten sicher gehandelt sind. Etwas sicherer ist dann schon der manuelle Übertragungsweg per Drag and Drop. Das heißt, wir haben vielleicht in unserem Zielsystem die Möglichkeit, dass eine Importschnittstelle generiert wurde, aufgebaut ist und dass man hier jetzt hergehen kann und seine Datei, die man eben zur Verfügung hat, die vielleicht ein Gerät erzeugt hat oder ein anderes System erzeugt hat, tatsächlich einfach per Drag and Drop in an eine bestimmte Stelle hochlädt und dann per Knopfdruck Messwerte, Daten importiert. Genau, das sind einmal die manuelleren Wege. Dann haben wir hier als nächstes zum Beispiel die Variante SFTP-Server. FTP, File Transfer Protocol, das ist tatsächlich schon relativ alt, dieser Übertragungsweg, und erfordert zwischen unserem ausgehenden System und unserem Zielsystem einen zusätzlichen Server, auf dem die Daten einmal zwischengespeichert werden. Gesichert wird das Ganze mittlerweile schon, dann heißt es meistens eben auch SFTP, also Secure File Transfer Protocol oder auch Secure Shell. Das ist eben diese Übertragung, die da abgesichert wird. Und hier haben wir eben das Problem, sage ich jetzt mal, oder es ist kein Problem, sondern einfach eine etwas geringere Sicherheit dadurch, dass wir den Server eben noch dazwischen stehen haben. Das heißt, es gibt jetzt tatsächlich eine Kopie unseres Datensatzes auf diesem Server. Unser ausgehendes System muss seine Daten auf dem Server ablegen und das empfangene System muss die Daten dort abfragen. So kann das Ganze dann ablaufen oder eben das externe System stellt etwas zur Verfügung, was vom Zielsystem dann dort abgefragt wird. Genau, und hier haben wir eben diese Zwischenspeicherung der Daten auf dem SFTP-Server. Das geht natürlich noch moderner und das ist eben das, was wir heutzutage eben auch favorisieren. Das ist die sogenannte REST-API-Anbindung. Da haben wir eine Kommunikation über HTTP, über Hypertext-Transfer-Protokoll. Und der große Vorteil dabei ist eben, dass wir nicht mehr einen Server dazwischen stehen haben, keine Stelle mehr haben, wo Daten zwischengespeichert werden, sondern wir haben tatsächlich immer ein aussendendes und ein empfangendes System, beziehungsweise wir haben ein fragendes und ein empfangendes System, je nachdem, wie man es anbindet. Da unterscheidet man dann zwischen HTTP Put beziehungsweise Post. Da wird gezielt etwas übermittelt. Das heißt, ein System, zum Beispiel die Labordatenbank, sendet gezielt Daten mit Put oder Post und kann vom Empfängersystem dann auch noch eine Empfangsbestätigung bekommen. Das heißt, wir übermitteln die Daten 1:1 und kriegen gleichzeitig auch noch eine Rückmeldung, ja, habe ich bekommen, ist erfolgreich übermittelt. Beziehungsweise auch diese Empfangsbestätigung kann man selbst definieren und kann dann auch noch sagen, ich habe mit den Daten zum Beispiel Proben angelegt oder habe mit den Daten Messwerte eingetragen oder Messwerte empfangen. Genau. Das andere eben das HTTP Pull. Das heißt, ein Zielsystem fragt gezielt nach bestimmten Informationen. Zum Beispiel, das kennen wir alle, zum Beispiel aus der Covid-Zeit, wo man dann eben abgefragt hat, liegen meine Testergebnisse schon vor in einer App, in einer Anwendung sagt man dann, ich möchte zu einer bestimmten Information etwas wissen. Und die Antwort sind dann in dem Moment zum Beispiel die Daten, die wir dann eben zurückbekommen, dein Ergebnis ist positiv oder eben deine Messwerte sind XYZ. Das geht eben auch in beide Richtungen, ganz variabel und so werden die Daten also sehr, sehr einfach, sehr flexibel übermittelt und es muss auch tatsächlich bei diesem Übertragungsweg nicht immer ein kompletter Datensatz sein, sondern zum Beispiel eine Empfangsbestätigung kann auch wirklich nur ein Teil von einer Datei sein, ein bestimmter Auszug, eine bestimmte Kurzinformation, sage ich jetzt mal so. Genau. Das einmal zu den Übertragungswegen. Und dann schauen wir uns vielleicht nochmal gerade an, was der Konrad eben schon angekündigt hatte, die verschiedenen File-Formate.
beziehungsweise drei Stück möchten wir uns einmal kurz hier nochmal anschauen, die man eben augenleselig sehr gut auseinanderhalten kann und doch gut erkennen kann, wo wir welche Informationen finden. Da habe ich mir jetzt einmal rausgesucht XML, CSV und JSON. Und wenn man entsprechende Editoren hat, wie zum Beispiel den, den ich hier verwende, dann kann man sehr gut sehen, auch farblich gekennzeichnet hier so ein bisschen, wie die Strukturen aufgebaut sind, wo man welche Informationen findet. Und ich habe hier jetzt quasi dreimal dieselbe Information, denselben Datensatz. Das ist hier unsere Sample Name, also eine Probenummer in zwei Zeilen im CSV-Format. Dann haben wir zum Beispiel hier einen Parameter Import Key, das heißt, wir übermitteln für diese Probe den pH-Wert und die Leitfähigkeit und einen Messwert hier jeweils zeilenweise im CSV-Format dahinter. Dieselbe Information im JSON-Datensatz würde entsprechend so aussehen. Hier haben wir nicht zwei Zeilen, sondern hier haben wir zwei Objekte in einem Array, so heißt es. Und hier haben wir auch unsere Attribute und dahinter die entsprechende Information. Und das Ganze nochmal weiter runtergebrochen auf ein XML-Datenformat. Hier haben wir zum Beispiel zwei Sets. Das eine Set beinhaltet dann eben den pH-Wert von dieser Probe. Das zweite Set beinhaltet die Leitfähigkeit von dieser Probe. Das sind gut erkennbare, gut auslesbare Datenformate, weil alles sauber strukturiert ist, sage ich mal hier drin. Aber wie wir ja schon festgestellt hatten, was Konrad eben auch gesagt hat, dass nicht jedes Gerät, nicht jede Software, nicht jedes System so schön klar strukturierte Informationen ausgibt. Da ist häufig noch was anderes dabei. Und da schauen wir uns gleich mal ein paar Beispiele an, beziehungsweise hier noch einmal kurz ein Beispiel dazu, wie man solche Informationen abändern kann. Konrad hatte eben schon gezeigt, das war zum Beispiel diese Information aus dem Liquid-Händler, den wir oben gesehen haben. Wir haben einen Dateinamen, der ist zum Beispiel relevant für jede Zeile, weil das zum Beispiel der Name eben von dieser Platte war. Und pro Zeile haben wir dann eine Position und einen Barcode von eben diesen Röhrchen, die da gescannt wurden. Und das Ganze kann man dann zum Beispiel umtransformieren mit einem sogenannten JavaScript-Transformationscode. Können wir sagen, wir möchten hier zum Beispiel pro Zeile bitte zusätzlich den Dateinamen angezeigt haben. So haben wir dann aus dem Format ein anderes Format gemacht, wo dann hier einfach noch eine weitere Information dazugekommen ist und noch ganz unabhängig davon das Datum, wann diese Datei eingelesen wurde. So zum Beispiel sieht dann ein Transformationscode aus, der jetzt einmal den Filename generiert und einmal die Daten parst und den Filename pro Zeile einfach hinzufügt. Genau. Ich zeige jetzt gerade nochmal eben ein anderes Beispiel, wie man hier zum Beispiel ein paar Messwerte, die von einem Gerät kommen. Hier oben sind zum Beispiel gerätespezifische Informationen, die wir exportiert bekommen. Das sind dann Informationen über das verwendete Instrument. Hier war es offensichtlich eine HPLC, vielleicht eine Menge an Probe, die hier eingegeben wurde. Injektionsinformationen, Analysenmethode, die gemacht wurde und ähnliches. Und wir haben hier oben zum Beispiel jetzt den Probennamen, den wir benötigen. Und hier ab da beginnt quasi eine CSV-Tabelle, also eine Comma-Separated-Tabelle. Und hier sehen wir das, da sind die Kommas. Und da haben wir jetzt dann die Namen von unseren Parametern, den Amount, also das Ergebnis unserer Parameter und vielleicht noch eine Peak Area, wenn wir die auch haben möchten. Genau. Und das Ganze müssen wir jetzt etwas besser auslesbar für ein Zielsystem machen. Wir brauchen zum Beispiel diese Probenummer pro Zeile, damit wir wissen, wo eben das Messergebnis dazugehört. Das Ganze transformieren wir dann und bringen es dann zum Beispiel in so ein CSV-Format beziehungsweise dieses JSON-Format. Wir haben ja eben gesehen, zwei verschiedene Datenformate, die aber das gleiche aussagen. Hier einmal CSV, hier einmal JSON. Und es kann dann so aussehen, dass man dann hier eben so einen Transformationscode schreibt, wo wir dann einerseits uns hier zum Beispiel den Sample Ident hier oben rausnehmen, wo wir dann sagen, an der Stelle hinter der LIMS-ID verbirgt sich quasi die Probenummer und dann sagen wir, schneid uns da ein bisschen was ab. Wir starten mit unserer CSV-Tabelle hier unten. Das ist quasi unsere Ergebnistabelle, wo wir dann eben die Probenummer hinzufügen möchten und geben das dann entsprechend auch als Ergebnis aus.
unseren Probennamen als Sample Identifier, unseren Parameter Import Key, den wir hier haben, und eben unser Ergebnis, unser Amount, und erhalten dann entsprechendes Ergebnis, das wir dann wunderbar in ein Zielsystem einführen oder einbringen können. Am Ende geht man nur noch her und sagt, welches Attribut entspricht welcher Information im Zielsystem. Das finden Sie so oder so ähnlich geartet in diversen Systemen, dass Sie dann sagen müssen, hier einerseits hier jetzt, was bedeutet das, was ist der Sample Name, das ist dann zum Beispiel bei uns der Probenimportschlüssel, was ist der Parameter Import Key, das ist der Parameter Importschlüssel, und was ist der Amount, das ist unser Wert für die ausgewählte Zelle im Parameter Importschlüssel. So kann das dann zum Beispiel aussehen. Ein sehr vereinfachtes Beispiel, was ich jetzt gerade gezeigt habe. Und dann würde ich jetzt einmal an Live übergeben, der das Ganze jetzt einmal nicht so vereinfacht, sondern einmal wirklich in der Anwendung zeigt, wie das praktisch im Labor aussieht. Ja, danke Miriam. Vielleicht kurzer Disclaimer, das ist jetzt schon einer der komplexeren Fälle. Wir wollten halt auch einmal zeigen, was theoretisch möglich ist. Also das muss nicht immer so aussehen. Die meisten Fälle sind vielleicht näher an dem, was Miriam gerade demonstriert hat. Nichtsdestotrotz wollten wir halt einmal zeigen, was im Prinzip machbar ist. Und wir haben hier in dem Fall auch eine Schnittstelle, die per REST angebunden ist. Also die Daten kommen direkt vom Gerät zu uns. Problem dabei ist, die Daten liegen in einem Format vor, wenn sie vom Gerät kommen, das nur sehr begrenzt interpretierbar ist, automatisch auch, weil die Daten quasi gemischt vorliegen. Also wir haben hier oben einmal einen Bereich, der sich um Result, also um die tatsächlichen Ergebnisse kümmert, wo quasi pro Probe nochmal die Run-Informationen, also in dem Fall die Plattenbezeichnung, die Plattenposition, der jeweilige Parameter, der kalkulierte CT-Wert und noch ein paar Rahmeninformationen zum Kunden und zum Start des Laufs zum Beispiel vorliegen. Für alle Parameter und alle Proben hier oben gesammelt und unten kommen dann nochmal in einem anderen Bereich, in der Amplification Data, also in dem Fall geht es um ein PCR-System, die Messwerte pro Zyklus, pro Cycle, wieder zu den einzelnen Positionen, aber eben gemeinsam in einer Datei, sodass wir die jetzt nicht automatisch einfach einlesen könnten, sondern diese Daten erstmal aufsplitten müssen. Also wir brauchen zum einen die Daten zu den Proben. Was sind das für Proben? Weil da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Daten noch nicht in unserem System vorliegen, die müssen auch noch angelegt werden in der Labordatenbank. Und dann müssen eben zum einen die Ergebnisse dazu importiert werden und zum anderen die Rohdaten für den Kurvenverlauf. So, das heißt, diese Daten müssen wir umtransformieren. Dazu hat Miriam die Tools ja gerade schon einmal demonstriert. Sieht bei uns entsprechend ähnlich aus. Wir haben hier auch einen Transformationscode. Ich gehe jetzt nicht auf alle Details davon ein, weil da auch noch ein paar Sachen bei sind, die jetzt wahrscheinlich für die meisten nicht so spannend sind. Also hier oben nur ganz kurz angerissen, um eine Rückwärtskompatibilität für eine alte Version der Software herzustellen, werden bestimmte Parameter übersetzt. Das ist aber für unseren Fall gerade nicht so wahnsinnig spannend. Im Prinzip wird es spannend hier, weil auch hier wir wieder einen Teil des Datensatzes quasi abschneiden, nämlich in dem Fall erstmal alle Daten bis zum Bereich Amp-Data, also bis zu dem Bereich, wo dann die Messwerte anfangen. Wenn wir uns das hier oben nochmal angucken, das ist jetzt nochmal ein anderer Datensatz letztlich, aber hier oben haben wir halt erstmal die ganzen Probeninformationen, sieht man ganz gut zu den einzelnen Proben, jeweils der gesamte Run als Info an jeder Probe dran und unten kommen eben dann die Messwerte. Die sehen dann so aus, das heißt, es sind zwei verschiedene Bereiche und im ersten Schritt gucken wir uns jetzt mal nur den Bereich bis hier an, also bis AmpData, weil das halt die einzelnen Proben sind mit den Ergebnissen, wie sie vom Gerät kommen. Aus diesen Daten extrahieren wir dann erstmal die Informationen, die für den gesamten Run gleich sind, damit wir uns da nicht weiter mit befassen müssen. Also wir haben einmal den Run, die Plattenbezeichnung, also jeder Run hat eine eindeutige Identifikation. Und dann noch ein paar Daten, die für unser System spannend sind. Ein Order Key und eine User ID, also das sind Sachen, die wir nachher für die Auswertung dieser Daten brauchen, um die einzelnen Usern zuordnen zu können, welches Gerät das war, was für ein Gerät das war und welches Testverfahren. Und dann auch hier für den Fall, dass die Daten nicht vorliegen, generieren wir noch ein paar Backup-Daten, um die Daten in das richtige Dateiformat zu bringen. Das ist aber auch wieder nicht ganz so spannend. Und dann gucken wir uns hier unten eben die Ergebnisse pro Probe an. Das heißt, wir extrahieren, wie Miriam das gerade gezeigt hat, dann einen Barcode, einen Import-Key, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, diese besagte Run-Nummer
die Plattenposition, den Parameter, den CT-Wert und fügen dann im nächsten Schritt hier aus dem Bereich Enddata, also hier unten die Ergebniswerte, dem noch hinzu. Dann entfernen wir noch ein paar Werte, die nachher für die weitere Auswertung nicht notwendig sind. Ist jetzt für den Fall auch nur begrenzt relevant. Was jetzt dann passiert ist, am Ende des Tages haben wir jetzt pro Probe, je nachdem, was für ein Verfahren das ist, halt Ergebniswerte für verschiedene Parameter vorliegen, also für die verschiedenen Farbwerte in dem Fall, Farben, Rocks, Hex, wie auch immer. Und die brauchen wir nicht alle, allerdings müssen wir erstmal diese Proben anlegen. Das Schöne an der Labordatenbank ist, ich kann von einer Schnittstelle aus eine andere Schnittstelle ansprechen. Das heißt, in dem Fall würde ich mir jetzt für jeden dieser Parameter einen Parameter extrahieren, weil wir nur eine Probe anlegen müssen, egal wie viele Parameter nachher an der Probe hängen, und würde die quasi an eine andere Schnittstelle senden. Das passiert hier und auf dieses Ergebnis warte ich erstmal. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, wir haben aus diesem riesigen Datensatz im Prinzip pro Probe einen Grunddatensatz extrahiert, der die Plattenbezeichnung und die Position enthält und übermitteln den diese Daten an einen anderen an eine andere Schnittstelle, Entschuldigung. Und da werden diese Daten dann eben getrennt von den anderen Daten sauber eingelesen. Also so sieht quasi das Ergebnis aus, was jetzt an diese andere Schnittstelle ge gesendet wird, worüber diese Proben erstmal angelegt sind. So würde das dann in Tabellenform aussehen. Das heißt, darüber landen diese Daten schon mal sauber im System, die Proben werden angelegt, die Labordatenbank weiß, worum es geht. Und im nächsten Schritt werden dann die Ergebnisse importiert. Das sieht dann wie folgt aus. Also aus diesem Rohdatensatz extrahieren wir entsprechend hier unten die Ergebnisse. So sieht es in Tabellenform aus, ist in dem Fall aber fast einfacher als JSON zu erkennen. Also wir haben dann hier den Importschlüssel, da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein, den jeweiligen Parameter, den berechneten CT-Wert, die Rohdaten und noch ein paar weitere Informationen, in dem Fall ein Grenzwert, bis zu dem eine Probe berücksichtigt werden sollte, ein Ergebnis, wie es vom Gerät berechnet wurde und ein erwartetes Gerät. Das ist dann für Kontrollproben nochmal spannend, aber für unseren Fall jetzt auch zu vernachlässigen. Dem geneigten Zuschauer ist eventuell aufgefallen, dass in diesem ganzen Konstrukt jetzt die Probennummer eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Hintergrund davon ist, dass wir eben wieder einen Spezialfall hatten. Also üblicherweise würde man das System ja wahrscheinlich so anlegen, dass die Probennummern in der Labordatenbank generiert werden und dann entsprechend anhand dieser Probennummer die Ergebnisse zugeordnet werden können. Hätten wir auch gerne so gemacht, aber in der Praxis ist es eben oft so, dass die anderen Systeme, mit denen man arbeitet, nicht so flexibel sind wie die Labordatenbank. Das heißt, in unserem Fall, wir sind viel im klinischen Kontext unterwegs gewesen, hat die IT vor Ort es nicht vermocht, das in ihre Systeme entsprechend zu integrieren. Und der Use Case sieht da eben so aus, dass die in ihrem System Probennummern generieren, die auf Barcodes drucken und dann damit Proben auswerten. Und das heißt zum einen, wir kennen diese Barcodes vorher nicht, weil sie aus dem Fremdsystem kommen und dieses Fremdsystem mit unserem nicht kommunizieren möchte. Und wir haben den Fall, dass vor Ort im tatsächlichen Ablauf es gerne mal vorkommt, dass zum Beispiel eine Probe mehrfach ausgewertet werden muss. Und das heißt, es kann durchaus passieren, dass der gleiche Barcode mehrfach vorkommt, weil vor Ort ein Fehler passiert ist, weil die Probe nicht gut abgenommen war, wie auch immer. Vor Ort wird einfach entschieden, diese Probe muss nochmal durchlaufen und entsprechend hätten wir dann ein Problem, wenn wir das nur anhand des Barcodes machen. Und deswegen haben wir hier diesen Import-Key erstellt, auch über den Transformationscode, der eben die Run-Bezeichnung, die eindeutig ist, also jeder Lauf des Geräts hat eine eindeutige Identifikationsnummer und die Position als Importschlüssel verwendet. Und entsprechend kann man dann in der Zuordnung, die Miriam gerade gezeigt hat, statt der Probennummer als unterscheidendes Merkmal diesen eindeutigen Importschlüssel angeben und hat das Problem so umgangen. Das heißt, wir haben es für den Kunden an der Stelle realisiert, dass es völlig egal ist, was für Barcode er scannt. Er kann auch beliebig on the fly neue Barcodes generieren und dreimal am Tag den gleichen Barcode messen. Wir haben trotzdem kein Problem, diese Daten auseinanderzuhalten und eindeutig zuzuordnen. Das vielleicht einmal dazu. Ich würde vielleicht noch einmal auf die Vorteile dieses Systems gegenüber anderen Systemen eingehen, die wir uns natürlich auch angeguckt haben. Und was uns das Ganze erlaubt hat, ist es eben komplett vom Hersteller unabhängig mit Standardtechnologien sowas zu realisieren. Also diese Transformationscodes, auch wenn man sie zum ersten Mal sieht, für einen vielleicht ein bisschen abschrecken, das sind halt Standardtechnologien, das ist JavaScript.
Da wird jede IT-Abteilung im Prinzip was mit anfangen können. Und selbst wenn nicht, ist das auf jeden Fall was, was man sich gut drauf schaffen kann. Und selbst wenn man das nicht tut, hat man mit der Labordatenbank halt auch tatkräftige Unterstützung dabei an der Hand. Also wir haben auch so angefangen, dass wir mit genau diesen Fällen halt immer zu Konrad und Miriam gekommen sind und uns dann entsprechend da geholfen wurde. Und mit der Zeit haben wir uns eben die Expertise und das Know-how dafür relativ zügig drauf geschafft, um damit eben weitergehend unsere Sachen selbstständig automatisieren zu können. Und das ist im Prinzip auch das, was ich nur jedem empfehlen kann. Also das ist da ein lohnendes Invest, sich damit zu befassen, weil das eben sehr viel möglich macht. Und dann da vielleicht noch eine Anekdote und die Lieblingsgeschichte meines Geschäftsführers zu beizusteuern. Wir haben damals bei den bayerischen Stuhltestungen als eins von 8 Laboren gestartet, damals unter Schirmherrschaft der BCG. Und im Prinzip haben wir im Laufe des Projekts dann nachher wöchentlich Anrufe und Anfragen von der BCG gekriegt, ob wir nicht noch weitere Proben übernehmen können. Und haben am Ende über 50% der Proben in Bayern als ursprünglich kleinster Partner in dem Projekt verarbeitet, weil die anderen Teilnehmer eben nicht in der Lage waren, entsprechend zu skalieren und ihre Prozesse zu automatisieren. Das heißt, mit steigendem Probenvolumen sind die halt reihenweise ausgestiegen. Und wir konnten relativ flexibel neue Standorte eröffnen, teilweise innerhalb von wenigen Wochen, weil wir halt herstellerunabhängig neue Geräte anbinden konnten und entsprechend unsere Plattform so skalieren konnten, wie das die wenigsten anderen vermochten und entsprechend da zum größten Einzelpartner in diesem Projekt geworden sind. Entsprechend kann ich dieses System nur wärmstens empfehlen und bin großer Fan dieser Tools. Herzlichen Dank live. Das war eine tolle, tolle Präsentation, ein toller, tiefer Einblick. Vielen Dank. Auf dem Gerne. Laborflur gibt es Gerüchte, dass es da vielleicht bald schon für unsere Kunden mehr vom Live zu sehen wird. Mal schauen, was da raus wird. Sie werden auf jeden Fall rechtzeitig informiert. Wir haben wirklich eine ganze Reihe gesehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie können Sie loslegen? Vorschlag. Sie schnappen sich mal eine Datei vom Gerät. Auch aus den anderen Systemen kriegt man Dateien raus. Mir haben das ein bisschen gezeigt. Kann man sich mal vieles wie eine Datei vorstellen oder mal anfordern, ein Beispielexport aus dem ERP. Das ist auf jeden Fall für Ihren Anbieter oder die verantwortliche Person möglich. Dann starten Sie die Anbindung. Und wenn die Anbindung geklärt ist, dann kommt eben die Kür. Und das die meisten ersten Schritte können Sie eben ab heute machen. Das heißt, Sie würden sich in der Labordatenbank das Zugriffsrecht freischalten oder freischalten lassen. Bitte hier auf Importschnittstellen verwenden, freigeben und Restschnittstellen und bearbeiten jeweils. Dann fügen Sie die Beispieldateien hinzu, laden Sie die einfach mal hoch. Der Rest kommt dann. Und dann haben Sie ja auch einen Support, der mitgeklärt ist. Ihre Key-User stehen Ihnen ja zur Verfügung und unsere Kundenbetreuer natürlich auch. Unsere Kundenbetreuer wissen, wie Sie erreichen, labornbank.de/support, labornbank.at/support. Da haben Sie dann eine Terminbuchungsmöglichkeit und können direkt loswerden. Achtung, Disclaimer, der Support von Schnittstellen ist aus dem Standard-Support ausgenommen. Das heißt, sprechen dann mal über Ihre Aufgabenstellung und dann wird ein Stundensatz fällig. Nur um hier auch direkt transparent darauf hinzuweisen. Mit den ganzen Schnittstellen ist noch so unendlich viel mehr möglich. Sie haben hier das Hintereinanderschalten oder Ineinanderschalten über Schachteln gesehen. Also das ist dann das Thema Automatisierung. Natürlich werden Ihre Rohdaten zugänglich gehalten, archiviert, nach den Vorgaben Ihrer Norm, die eben für Sie relevant ist, aufgehoben und zugänglich und manipulationssicher von uns aufbewahrt. Und Sie können natürlich benachrichtigt und automatisiert über viele Dinge benachrichtigt werden. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen Lust machen auf die weitere Zusammenarbeit. Wir haben was für Sie vorbereitet. Wir schulen Sie ein. Sie kriegen 14 Tage Support mit dabei und Sie können eben das gelernte Wissen auf viele weitere Themen übertragen. Nicht nur eine Schnittstelle anbinden mit dem Erlernten, sondern eine ganze Kategorie an Systemen. An dieser Stelle auch noch einen Hinweis auf die nächsten Termine. Das Format jetzt, das Online-Training haben wir jetzt zum zweiten Mal durchgeführt. Weiter geht's übrigens am 21.06. mit dem Thema Implementierung der ISO im Labor. Da haben wir einen Fachbegutachter der DAX zu Gast, David Welter-Murnitz, Deutschlands härtester Auditor zu Gast. Steht Ihnen Rede und Antwort und zeigt Ihnen, wie Sie mit dem QM-Modul
eben auch nochmal das Thema manuelle Zeitfresser, transparentes Arbeiten angehen können. Später im Juli wieder Format mit der Miriam. Da geht es dann um die Themen Verrechnung. Achtung, die E-Rechnung-Pflicht klingt ja überall. Übrigens mit einem Klick aktivierbar in der Labordemann. Dann stellen Sie auch E-Rechnungen Ihren Kunden und Behörden zur Verfügung. So, jetzt wird es spannend. Das ist ja eine Punktlandung hier, 11:46 Uhr. Wir legen los mit der Frage- und Antwort-Session. Es gibt hier einige schon vorab, ein paar Meldungen, ein paar lesen wir vor. Ich würde ganz gerne anfangen mit der ersten Meldung von Herrn Birken. Herrn Birken würden wir gerne hier einmal in die Panelist-Runde sozusagen einladen. Und Herr Birken, hier wäre die Bitte, dass Sie vielleicht einmal kurz sagen, wer Sie sind und dann Ihre Frage hier bitte stellen. Sie sind jetzt live, Mikro bitte anschalten. Hallo Herr Birken, grüß Sie. Hallo Herr Wagner, hören Sie mich? Laut und deutlich, alle Sehr anderen gut. auch. Mein Name ist Fabian Bürkin. Ich bin angesiedelt am Institut für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene der Uniklinik Freiburg. Und ich hatte zwei Fragen. Die eine haben Sie schon im Chat beantwortet. Da ging es um Code-Templates für die Transformation. Wollen Sie da noch mal was dazu sagen, Frau Weiden, oder? Kann ich gerne noch mal kurz darauf eingehen? Genau, und zwar ist es tatsächlich so, dass wir bei uns in der Labordatenbank die Möglichkeit geschaffen haben, beziehungsweise das liegt ein bisschen auf unserer Kundenbetreuerebene, aber wir haben da durchaus die Möglichkeit geschaffen und schon ein paar Vorlagen zu häufig verwendeten Transformationscodes, JavaScript-Textstellen, sage ich jetzt mal, den Kunden zur Verfügung zu stellen, um da eben dahingehend nicht das Rad neu zu erfinden, sondern immer zu wissen oder nachschauen zu können, wie ging das nochmal, eine CSV-Datei in JSON zu transformieren oder ähnliches? Oder wie hole ich nochmal die Probenummer oben aus dem Text irgendwo raus oder aus dem Dateinamen? Genau, sowas haben wir schon in der Labordatenbank integriert. Vielen Dank. Die zweite Frage war zu dem Datenaustausch per E-Mail. Geht das auch verschlüsselt und falls ja, auch in Verschlüsselungstechniken aus dem Gesundheitswesen, also zum Beispiel die KIM-Technologie aus der Telematikinfrastruktur, um quasi Daten gezielt zwischen Leistungserbringern im Gesundheitswesen auszutauschen? Ich bringe mal kurz ein, Herr Bürgerin, die nennen das mal E-Mail-Schnittstelle, ja, ist eine Krücke von unserer Seite aus, die hat keine Verschlüsselung. Das dient so ein bisschen, da kommt vom Fremdlabor was rein und anstatt jetzt das runterzuladen auf den Desktop und hochzuladen, leitet man es weiter an die Labordatenbank. Ich glaube, Sie meinen was anderes. Ich glaube, Sie meinen eine automatische Befundbenachrichtigung. Kann das sein? Ich meine eine Weiterleitung von Daten an, also von unserem Labor an ein anderes Labor. Also das wäre dann nicht das Richtige, das über unsere E-Mail-Schnittstelle zu tun. Das soll Patientendaten unverschlüsselt per Mail. Es gibt Mechanismen, diese ganzen Restschnittstellen, die haben Authentifizierung dahinter. Ich würde mir Ihren Fall vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen. Aktuell haben wir das so nicht drin. Lass uns gerne sprechen. Gerne. Danke, Birke. Gerne. Die nächste Frage, geht gleich in die gleiche Richtung. Hendrik Lehmann fragt, danke für die Präsi, meine Frage. Gibt es auch schon fertige Transformationscodes in einer Datenbank, die man verwenden kann? Ja, das wäre halt die Idee. Miriam, kurz. Ja, genau. Fertige Transformationscode ist mal ein bisschen schwierig, weil die Datensätze können zwar ähnlich aufgebaut sein, aber eben doch nicht gleich. Das heißt, je nachdem, wie die Datensätze aussehen, muss man eben schon das Rad ein bisschen neu erfinden. Aber wir greifen ja auf eine existierende Sprache zurück und eben, wie gesagt, auf diese Vorlagen, wo wir eben schon spezielle Funktionen vordefiniert haben und können es dann relativ einfach anwenden und brauchen da auf jeden Fall voraussichtlich dann nicht mehr ganz von vorne anfangen. Also geringerer Zeitaufwand, sage ich mal. Vielen Dank, Miriam. Machen wir weiter mit einer Frage von Carolina Falcon Garcia. Hallo, funktioniert dieser Import auch mit Live-Daten von Wagen, wo es nicht einen Pfeil zum Importen gibt, sondern auf Knopfdruck individuelle Datenpunkte gibt? Das Gerät hat eine REST-API-Anbindung. Ich meine, da geht es um eine Waage. Miriam, da hattest du ein tolles Schema heute Morgen. Genau. Auf jeden Fall müssen wir nicht unbedingt ein komplettes Datenfile haben, sondern es können eben auch einzelne Datenpunkte gesendet werden. Da müssen wir dann eben auch einmal genau schauen, was kommt da jetzt an? Ist das tatsächlich nur eine Zahl oder ähnliches? Und wo kommt es an der Stelle dann hin? Müsste man sich dann vielleicht auch nochmal genau im Detail anschauen, wie das dann aussehen würde.
Danke, Miriam. Nächste Frage von Frau Zetin ist es, wie schaut es aus mit dem Thema Datenschutz? Also wie wird mit sensiblen Daten umgegangen, wenn wir eine Datei mit sensiblen Daten hochladen? Haben Sie auch Zugriff auf diese Daten? Vielleicht geht das auch kurz stellvertretend verantworten fürs Team. Also, es ist ein super heikles Thema. Das sind Ihre heiligsten Daten, einerseits bei uns im System gespeichert, Mitarbeiter und so weiter. Und jetzt laden Sie da noch was Heikleres rein. Also, das werden Sie ja nicht einfach mal so in irgendeinem System machen, sondern da sprechen wir dann über einen ausgewählten, zertifizierten Anbieter, der wahrscheinlich auch durch einen Lieferantenaudit gegangen ist. So kennen wir das im Pharmabereich, dass wir dann diese entsprechenden Audits machen und hier auch entsprechende Siegel und Zertifizierungen vorweisen, sodass Sie eben sicher sein können, dass diese Datei nicht irgendwo landet, sondern dass sie an der richtigen Stelle landet, dass der Transfer verschlüsselt ist und dass die Speicherung verschlüsselt erfolgt. Achtung, aber wenn diese Datei komplett jetzt von sich aus nicht verschlüsselt ist oder encrypted oder dergleichen, hat natürlich dann der berechtigte Nutzer in der Labordatenbank Zugriff darauf. Aber dokumentiert und eben halt zugriffs- und rollenbasiert eingetaktet. Also die Antwort ist ja, aber sicher. Nächste Frage von Professor Tönnes. Achtung, Rechtsmedizin, Uni Frankfurt. Wenn die anrufen, habe ich manchmal ein bisschen Angst bekommen, aber dann war das ein ganz toller Kunde. Professor Tönnes fragt, wie schaut es denn aus? Wie geht die LDB damit um, wenn man eine CSV-Datei zweimal importiert? Miriam. Genau. Und zwar hätte ich gesagt, da wäre die Fragestellung, wie soll die Labordatenbank damit umgehen, wenn eine CSV-Datei zweimal importiert wird? Wenn es ein Versehen war, dann möchte man wahrscheinlich, dass der zweite Import vielleicht ignoriert wird. Vielleicht ist der zweite Import aber ohnehin die gleiche Information wie vorher. Da haben wir die Möglichkeit, in den Importschnittstellen zum Beispiel standardisiert zu sagen, wenn es um Messwerte geht, soll ein zweiter Import den bereits bestehenden Wert ersetzen, soll er zusätzlich gespeichert werden, dann sehen wir halt einfach, dass hier zweimal ein Import angestoßen wurde. Soll die Labordatenbank abgleichen, ist das Ergebnis, was wir vorher erfasst haben, identisch, dann könnten wir auch sagen, okay, wir geben hier eine Fehlermeldung aus und sagen, Probe hat bereits ein Ergebnis, Import wurde nicht angestoßen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie Sie möchten, dass die Labordatenbank jetzt im Speziellen damit umgeht. Da können wir dann entsprechend darauf reagieren und das gemeinsam so umsetzen, wie Sie es brauchen. Ganz lieben Dank, Miriam. An dieser Stelle auch live nochmal herzlichen Dank für deinen tollen beiden Vortrag. Wir sind durch mit den Fragen. Ich schaue mal, ob was allerletztes noch reinkommt. Ich würde sagen, die meisten sind beantwortet. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute, auch im Namen unseres gesamten Teams. Und jetzt wünschen wir noch weiterhin gute Arbeit. Die nächste Probe, der nächste Prüfbericht ruft. Sie finden wie immer die Aufzeichnung dieses Calls bei den Anwender-Calls mit dabei und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Herzlichen Dank.